Hi und herzlich willkommen zurück zu What's Hot. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Maike und ich darf euch heute Herbst-Beauty-Must-Haves vorstellen. Also Make-up-Produkte, die perfekt zum Herbst passen und in keinem Make-up mehr fehlen dürfen. Und wenn ihr jetzt wissen möchtet, welche Produkte das sind, dann bleibt dran. Wir starten mit einem absoluten Make-up-Klassiker, den bestimmt viele von euch schon mal ausprobiert haben. Und zwar ist das die Soft Glam Palette von Anastasia Beverly Hills. Und wenn wir diese Palette öffnen, dann kommen uns auch schon direkt 14 wunderschöne Lidschattenfarben entgegen. Und das ist einfach eine Mischung aus matten und metallischen Farbtönen. Wir haben hier ein Gold, aber auch eben diese soften Peach- und Beige-Töne. Und das ist quasi einfach der Herbst einmal in einer Farbpalette zusammengepackt. Und damit könnt ihr eben die unterschiedlichsten Looks kreieren, egal ob ihr einen dezenten Alltagslook zaubern wollt oder eben einen intensiveren Look für abends. Ihr habt hier wirklich alles in dieser super schönen Palette und die darf im Herbst auf gar keinen Fall fehlen. Die nächste Lidschattenpalette sieht nicht nur optisch wunderschön aus, sondern überzeugt auch mit hochpigmentierten Lidschatten. Und zwar spreche ich hier von der Venus XL Palette von Lime Crime. Und wenn wir diese Lidschattenpalette hier öffnen, dann kommen uns auch schon 18 hochpigmentierte Lidschattenfarben entgegen, die sogar in 4 Finishes vorhanden sind. Und was mir persönlich so gut an der Palette gefällt, ist einfach, dass da sehr viele Beerentöne vorhanden sind. Denn nicht nur Brauntöne gehören zu den klassischen Herbstfarben, denn auch so ein Pflaumenlila und verschiedene Beerentöne sind einfach super klassische Farben im Herbst und damit könnt ihr eben auch entweder dezente Looks zaubern oder euch richtig mit den Farben austoben und deswegen gehört die auf jeden Fall auch zu den Herbst-Must-Haves. Und es geht weiter mit einem Rouge und zwar ist das das Liquid Blush Rouge von NARS in der Farbe Turit. Und zwar handelt es sich hierbei um ein flüssiges Rouge. Das seht ihr schon, wenn ich das Ganze hier einmal aufdrehe, da seht ihr schon, dass das Rouge eben richtig schön runter tropft. Ihr braucht davon nur wenige Tropfen, um eben einen schönen Rouge-Ton in eurem Gesicht aufbauen zu können. Und diese rosé-orangefarbene Farbe passt für mich einfach perfekt in den Herbst. Weiter geht es mit einem Rouge, was den perfekten No-Make-Up-Make-Up-Look im Herbst zaubert. Und zwar spreche ich von dem Neo Nude A-Blush Rouge von Giorgio Armani. Das Produkt lässt sich auch wieder super easy mit den Fingern oder mit dem beigefügten Applikator auftragen. Ich habe mir jetzt hier die Nummer 54 ausgesucht, weil das einfach ein richtig schöner, bäriger Ton ist, der super zum Herbst passt und einfach dafür sorgt, dass euer Gesicht frisch aussieht, dass ihr einen gesunden Glow habt und eben auch im Herbst ein richtig tolles, natürliches Finish bekommt. Natürlich gehört zu einem perfekten Herbst-Make-up auch der richtige Lippenstift und deswegen habe ich hier 3 MAC Love Me Lipsticks, die in eurer Herbstroutine nicht mehr fehlen dürfen. Das Coole an diesen Lippenstiften ist eben auch, dass sie sich super easy auftragen lassen und dabei wirklich richtig schön Farbe abgeben und deswegen führe ich euch auch jetzt schon durch die herbstlichen Nuancen. Fangen wir an mit der ersten Nuance und das ist Shamelessly Vain und das ist für mich der ultimative herbstliche orange-rote Lippenstiftton. Der erinnert mich immer an alles Mögliche mit Pumpkin Spice und der darf auf jeden Fall im Herbst nicht fehlen. Nuance 2 ist auf jeden Fall etwas intensiver und zwar ist das Eve for Effortless und das ist eben dieser richtig schöne rotbraune Ton, der die Lippen richtig schön intensiv betont. Und der Lippenstift Nummer 3 ist wieder für alle Bärenliebhaber unter euch und zwar ist das Nine Lives, der eben diesen richtig schönen pink-lilanen Bärenton hat und auch super zu jedem Herbst-Make-up passt. So, das waren jetzt alle Herbst-Beauty-Must-Haves, die ich heute für euch habe. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Ihr könnt mir gerne euren Favoriten unten in die Kommentare schreiben und natürlich auch sehr gerne den Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich verlinke euch weitere What's Hot-Folgen sehr gerne unten in der Infobox und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Ciao!